So, die ersten Kilometer durch Mai haben wir jetzt schon geschafft im Linksverkehr. Und ja, schon ein bisschen Abenteuer, ist viel los hier. Ein paar Mal haben wir auch schon einen Return machen müssen, weil irgendwie das Navi auch nicht so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Aber dass ihr mal seht, wie so der Linksverkehr ist. Gut, jetzt ist hier natürlich vielleicht nicht das beste Beispiel, weil wir hier auf einer total linken Seite sind mit zwei Doppelspuren. Aber witzig ist es allemal. Und Chiang Mai ist ja die zweitgrößte Stadt in Thailand. Und ja, zum Austesten, also Bangkok würde ich nicht unbedingt anfangen, im Linksverkehr zu fahren, obwohl es wurscht ist. Also Bangkok ist genauso wie hier auch, Rush-Hour überall, also du stehst eigentlich nur. Also im Grunde ist es egal. Ja. Also man muss sich halt bloß daran gewöhnen, im ersten Augenblick, dass man sagt, okay, man hockt auf der rechten Seite, man hält sich an die linke Seite. Der Blinker ist eben auch rechts, Scheibenwischer ist links, aber alles seitenverkehrt halt. Und du schaffst das, ja? Und ich schaff das. Wir haben Navi und ja genau, irgendwann sind wir jetzt mal draußen aus Thai, aber das zieht sich doch mehr, als wir gedacht haben. Ja, jetzt viel zeigen kann ich euch da leider nicht, weil wir stehen wieder. In diesem Sinne? In diesem Sinne. See you.